Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Rouge. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kommt Rouge jetzt immer am Samstag und nicht mehr am Sonntag, weil ich ja sonntags immer meinen Livestream habe. Und dann kann ich es hier auch gleich nochmal erwähnen, diesen Sonntag, also morgen, ist wie jeden Sonntag um 16 Uhr ein kleiner Livestream. So, wir schauen uns ein Replay von Green an. Ich habe mir festgestellt, dass ich kaum mehr Replays habe, also gar keine. Ich musste schon die Leute anschreiben und sie fragen, ob sie welche haben. Also, wenn ihr Replays habt, E-Mail ist in der Beschreibung, könnt ihr mir ein paar zuschicken. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns hier ein kleines, aber sehr interessantes Gameplay auf Waffen und Tulpen an von dem TF-Clan. Warum mir das Replay so gefällt, kann ich euch dann während des Replays natürlich zeigen. Und ja, jetzt hat es gerade ein bisschen geleckt, ich hoffe, es wird besser. Ja, passt wieder. Okay, wir gucken uns das Ganze jetzt mal aus der Perspektive von Green an. Er spielt Franzose und setzt gleich am Anfang auf Blitz. Baut hier lediglich ein Nachschubdepot, aber gleich da drüben im Unterhauptquartier. Er versucht also so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Ziel, ich meine, er ist Brite, was soll er auch anders machen? Er baut ein Flugfeld, während der Amerikaner ja eine Panzerbasis und eine Kaserne baut. Kaserne natürlich für Willis, Panzerbasis, Pershing, Sherman etc. Wurde angemerkt, wir spielen 45 und nicht totalen Krieg. Okay, hier werden jetzt die Pioniere getarnt. Nicht, dass er irgendwie noch Luftwaffe kommt und die wegsnackt. Das wäre nämlich ziemlich böse. Und ich meine, das hier kann man sich ja mit Ziel teilen und dann bleibt aber noch eine Lischt übrig. Und hier der dritte von TF bzw. der Armee hat auch noch eine Lisch übrig, also passt das. Man kann immer noch reagieren, falls der Feind irgendwie mit Bonbon kommen sollte. Okay, zu früh ist das unwahrscheinlich, aber falls er mit Bonbon kommen sollte, können wir sich immer noch tarnen. Also passt das. Wobei ich eigentlich den Abschnitt hier nie tarn, weil, ja, bis sie da durch sind, war in der Regel noch kein Feind da. Okay. Hier rechts natürlich werden ein paar Beliefs gespammt, Nachschubpost von 2 gebaut, hier von Seal auch nur 1, beziehungsweise hier das zweite von Green. Und da geht auch schon der Luftaufklärer von Seal vor, was mit was aber jetzt so schnell auch nicht gerechnet hat, waren wahrscheinlich die M16 vom Feind, die jetzt auch den Aufklärer noch gerade so am Leben lassen, aber wirklich gerade so. Bedeutet, jetzt muss er aufpassen, der Feind, klar. Wenn der Feind zieht, da ist ein Brite, der ist in der Mitte, dass der auf Luftwaffe geht, das ist ja eigentlich logisch, das ist sicher. Ja, hier, Green hat sich so ein bisschen den Vorsprung geholt, hier mit dem Unterhauptquartier und der stellt jetzt eben hin und hat noch ein paar Nachschubdepots erobert. Am besten so, dass der Feind gar nicht merkt. Und baut hier jetzt dann wahrscheinlich Magito-Bunker, genau, dass er eben die Einheiten, die von hier kommen, abfangen kann. Ja, ich würde ungefähr so bauen, dass er eben alles noch abschießt, was über die Brücke kommt. Und kann natürlich noch weiter vorbauen. Okay, hier kommt dann auch schon Lufttransporter zum Einsatz. Genauso wie Willis, also ihr seht, auf jeden Fall ist auch das, warum mir das Replay so gefällt. Hier wird Druck gemacht. Das wird von allen Seiten Druck gemacht. Man hängt nicht mal da und ja, guck mal, was der Feind macht oder lassen uns jetzt eine halbe Stunde von Artillerie beschießen, sondern man versucht die Map, also Map Control zu übernehmen, Druck zu machen und einfach den Feind ja in seine Base zu drängen, ihn dazu zu zwingen, Fehler zu machen, um ihn dann im Endeffekt Einheiten zu klauen, Einheiten zu vernichten, ihm Einheiten wegzusnacken, solange bis er halt nichts mehr hat. Da hatte ich vorher auch ein Replay. Okay, die falschen Mengen kamen jetzt leider nicht durch, aber da hatte ich vorher auch ein Replay, beziehungsweise ein Gefecht. Da haben wir den Feind immer wieder ein paar Einheiten weggeschossen mit Jagdbombern, immer mal wieder mit Artillerie ein bisschen was zerstört. Hier ist übrigens das abstürzende Flugzeug hat noch Schaden angerichtet. Auf jeden Fall, ja, es war, wir sind zwar nie durchgebrochen, aber wir haben dem Feind einfach irgendwann mal so viel Schaden angerichtet, dass einfach nicht mehr, dass wir einfach finanziell so überlegen waren, dass wir im Endeffekt nur überrennen mussten. Okay, ist natürlich ein großer Nachteil von Priests, sie sind sauteuer, machen kaum Schaden, treffen kaum was und haben nur eine Panzerung der Stufe 1. Bedeutet, die auf dem Magito schießen, hat man schon eine Weile Zeit, dass man ein, zwei Jagdbomberchen vorbeischicken kann, die dann die feindlichen Priests auseinandernehmen. Hier der Willi, okay, der ist ein bisschen blöd, weil er aufklärt, aber im Endeffekt macht er keinen großen Schaden. Das bedeutet, den muss man jetzt auch nicht mit dem Jagdbomber da irgendwie vertreiben. Schlimmer wäre es, wenn es Infanterie wäre, weil die könnte ja hier durch und Nachschubdepots zerstören, etc. Okay, hier kommt ein weiterer Jagdbomber natürlich, um den Priest hier wegzuschießen. Nicht, dass der irgendwann mal doch noch den Magito-Bunker vernichtet. Und weg. Ja, diese M16 können echt nervig sein. Das Problem ist bei denen halt nur, dass sie halt keine Panzerung haben, also sie gehen relativ schnell drauf. Ja, hier hätte sich die Jagdbomber sparen können. Magito-Bunker hat es dann doch geregelt.
Ja, ihr seht es halt, die M16 sind halt auch nur in der Masse gut. Auch nur, wenn sie wirklich vielleicht in der Offensive verwendet werden. Ja, das ist natürlich blöd, wenn der Feind dann irgendwann mal auch auf Luftwaffe geht. Es gibt einfach nichts Schöneres, wie ohne feindliche Gegenwehr zu spielen. Einfach immer mal wieder rein, was kaputt machen, wieder rein, was kaputt machen. Aber ja, wenn halt auch feindliche Luftwaffe kommt, dann muss man sich eher fokussieren, dass man vielleicht einen koordinierten Angriff hat. Nicht lauter kleinere, wobei diese lauter kleineren, die tun halt mehr weh und sind auch ernst zu nehmen da einfach, weil ja, darauf reagiert man halt nicht so. Aber im Endeffekt ziehen sie einem halt wirklich so viel Nachschub auf Dauer weg. Ich meine, wenn ich alle 30 Sekunden dem Feind für $30 oder für $20 einen Panzer wegnehme, dann ist das auf Dauer halt echt relativ viel Geld. Und das wird meistens unterschätzt und dann wundert man sich auf einmal, wenn man wirtschaftlich und finanziell total unterlegen ist. Jetzt dreht er den Spieß um, jetzt beschießt er den Feind mit Artillerie. Kann man natürlich machen, sofern man weiß, dass man eben Jagdbomben in der Luft hat, die feindliche gepanzerte Artillerie ja vernichten kann. Jetzt hat der Feind kam auf eine relativ gute Idee. Er baut jetzt einfach Sturmgeschütze, die ein bisschen mehr Panzerung haben. Panzerung Stufe 2. Ich glaube, da brauchst du sogar schon 2 Jagdbomber für. Kann man natürlich machen, wenn der Feind hier erstmal $40 für Artillerie ausgegeben hat. Und einen hier ziemlich auseinander nimmt. Weil ich meine, so Magito plus Artillerie, die man nicht kontern kann, ist halt echt eine böse Mischung. Also damit kann man nicht vorrücken, aber man kann wenigstens Druck auf den Feind ausüben. Und ihr seht, sobald man in dieser Situation ist, dass man den Feind zu etwas zwingen kann, zum Beispiel hier wird der Feind dazu gezwungen, gepanzerte Artillerie zu bauen, dann kann der Feind ja eigentlich nicht mehr reagieren. Beziehungsweise doch, er kann nur noch reagieren, aber er kann selber nichts mehr wirklich entscheiden. Man kann den Feind eben dann in Fallen locken oder halt ihm immer mal wieder Einheiten wegsnacken und der wird halt unaufmerksam etc. Okay, hier drüben haben wir ein paar Sherman. Machen kurz einen Prozess mit der Infanterie. Hier wird auch weiterhin Infanterie zerlegt. Ich meine, 5 Dollar auf Dauer tun auch irgendwann mal weh. Aber Infanterie auf der Map zu verteilen, ist meistens sinnvoller. Ich meine, selbst wenn man da jetzt für $50 dann irgendwann mal Infanterie verliert, es muss nur eine für $5 durchkommen und man macht halt damit echt viel Schaden. So, hier wird natürlich jetzt mit der Artillerie vorgerückt. Man muss auch sagen, okay, der Feind hat kapituliert. Bedeutet einfach hier schon nicht mehr ganz so aufmerksam, wie er eigentlich sein sollte. Sonst wäre jetzt einfach hier hin und hätte ein paar KV-1 gebaut oder sowas. Und wäre dann durchgerückt, weil klar, so ein Magito, der kann schon Schaden machen, aber wenn er 2 KV-1 rauskommt, dann war es das auch. Okay, jetzt kommen optimierte Panzerzerstörer, da bringt das auch nichts mehr. Hätte er vielleicht auch auf die Luftwaffe setzen sollen, weil ja, der Brig, der hat jetzt hauptsächlich Jagdbomber gebaut. Die kann man noch kontern, sagen wir es so. Okay, so ein Hauptquartier ist auch weg, dann können wir mal ein bisschen vorspulen. Weil es passiert eigentlich nicht wirklich viel. Natürlich, Team 1 sieht, dass sie finanziell etwas im Vorteil sind, sie haben auch ein bisschen Map-Control. Bedeutet, sie müssen den weiter ausbauen, bauen weiter Nachschubdepots, Admins, versuchen jetzt hier die Stadt einzunehmen. Das Problem ist, da stand schon ein bisschen was. So leichte Einheiten vom Russen. Dadurch kommen die nicht so leicht durch, wie er hofft. Deswegen bauen sie einfach nochmal ein bisschen mehr. Hier so eine Kaserne davon hinbauen, das ist natürlich unglaublich vorteilhaft. Manche Leute trauen sich sowas nicht, weil klar, sowas kann weggebombt werden. Aber wenn man Map Control hat und man den Feind unter Druck setzt, dann hat er nicht die Möglichkeit, irgendwie noch der Artillerie in Position zu bringen. Da kann man auch ruhig mal eine Kaserne direkt dem Gegner vor die Basis bauen. Natürlich böse, so ein Sherman mitten in der feindlichen Basis. Schaffen sie es wahrscheinlich auch. Vom Feind, das sind Streckis oder Quadia? Ah, Quadia, okay, ja, dann kann es recht hart sein, aber ich meine, Rangers haben ja auch. Ich habe es auch relativ drauf. So, jetzt habt ihr es gesehen, was ich meinte. Man kann die britische Luftwaffe von Seal noch gut schlagen. Da hat man jetzt die Artillerie zerstört. Ein paar Flieger abgeschossen. Also, es wäre möglich gewesen, den Vorstoß hier auf jeden Fall zu verhindern. Zumal hier gar keine Luftabwehr stand. Er rückte jetzt weiter vor mit einem Panzerzerstörer und einem Aufklärer. Ich weiß nicht, ob das so ist. Also es macht halt Sinn, wenn man die Luftüberlegenheit hat, aber die hat er halt einfach nicht. Da hätte ich mir lieber die Einheiten gespart und hätte sie zurück in die Base gezogen. Da hätte ich sie vielleicht dann später nochmal benutzen können. So hat es ihm halt wirklich gar nichts gebracht. Was natürlich auch eine Taktik sein kann, mit anderen Flugzeugen den Feind dazu zwingen, dass er sich aufs Flugfeld zurückzieht. Und dann eben Fallschirmjäger runterschicken, der dann die Infanterie dort zerstört, beziehungsweise die Flugzeuge dort zerstört.
Und ja, das hatte ich ja eigentlich perfekt wie aus dem Bilderbuch. Hat dann auch gleich das HQ eingenommen. Es gibt auch zeitweise Geld. Hat es dann aber leider hier nicht geschafft, eine Kaserne zu bauen. Hier baute gleich zwei, weil das kann ja funktionieren. Aber die befestigte Stellung alleine kann ja nicht so schnell schießen. Also wenn da direkt zwei hintereinander kommen, bis da, also die erste wird abgeschossen, die zweite stand schon längst außerhalb des Bereichs. Problem war, da kamen halt noch ein paar russische Panzer. Die haben dann, ja, sich drum gekümmert. Da hat man noch schnell den Feind eine kleine, war wahrscheinlich eine Infanteriebasis oder ähnliches weggesnackt, beziehungsweise den Kampf um Russen, oder? Puh, was kostet bei Russen $25? Ich weiß es gar nicht. Okay, das Sinnvollste, was man jetzt bauen kann, natürlich, die Mitte gehört einem. Ja, Luftüberlegenheit hat man ehrlich gesagt ein bisschen verloren. Man hat aber auch dem Feind sehr viel Schaden am Boden zugefügt. Also einfach sehr viele der Flugzeuge hinweggenommen. Weswegen man, ja, man sollte ein bisschen Luftabwehr bauen auf jeden Fall. Das ist natürlich ein französischer optimierter Monsterpanzer perfekt. Einfach nur, ja, hat eben Luftabwehr und relativ Schlagkraft und Reichweite. Also den kann man benutzen auf jeden Fall. Hier vorne, der Amerikaner, der wird wahrscheinlich gerade nichts anderes getan haben, wie die ganze Zeit Nachschubdepots zu bauen, weil sonst wäre ich, wenn ich er gewesen wäre, auf jeden Fall schon längst vorgerückt. Okay, er hat drei Admins gebaut, also dann wissen wir, was er getan hat. Ja, das mag ich nicht so ganz in 45, weil jetzt zum Beispiel im totalen Krieg hätte er hier vorrücken müssen, dass er die Nachschubdepots hier sichern kann. So hat er halt, ja, da die Infanterie drin stehen lassen und hat ein bisschen Admins gebaut. Auch noch ganz interessant ist die schwere Panzerartillerie, die schießt halt einmal rein, dann ist alles weg. Zum Beispiel hier der Wald, der steht auch nicht mehr lang. Okay, Aufklärung ist wichtig, aber ja, ich habe noch nie gesehen, dass jemand 5 Fillies auf dem Haufen baut, das sind sogar 6. Also wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich sie auf jeden Fall ein bisschen besser verteilt. So, vielleicht ein hier, einfach so eine Reihe, dass man die halt nicht instant ausschalten kann und dass die Basis halt kontinuierlich enttarnt ist, dass man zum Beispiel mit diesem Lancaster dann hier dann alles zerlegen kann. Ja, hier seht ihr, die Artillerie ist halt echt böse. Einmal aufs Flugfeld geschossen, schon ein Flugzeug kaputt und oh ja, das war perfekt gemalt, Microed. Flugfeld zerstört plus 2 Admins, das tut natürlich weh. Hier fehlt jetzt eine Licht und zwar einmal Fanatismus, doch da haben sie es noch gerade so eingesetzt. Kommen jetzt vielleicht auch durch. Nein, scheitert. Es scheitert tatsächlich an einem H39, einem leichten Panzer. Aber dann war es das auch. Sie sind durchgerückt an allen Flanken. Weswegen, ja, der Feind konnte eigentlich nur noch kapitulieren. Es war jetzt ein kleines Gefecht, aber ich wollte da einfach mal dran zeigen, wie wichtig es ist, dass man Druck aufrechterhält. Also, dass man nicht irgendwie sich dann zurückzieht, weil ich das eben wirklich im Replay vorher. Da habe ich zwar, stand ich sozusagen im Gegner, also ich sage immer Replay, ich meine Gefecht, da stand ich dem Feind wirklich vor der Base. Hab mich dann halt wieder zurückgezogen und anstatt kontinuierlich Druck aufzubauen, habe ich mich dann eher langsam aufgebaut und es wäre mir dann fast zum Verhängnis geworden. Hab zwar dann am Ende noch gewonnen, aber ja, hätte wesentlich schneller und besser für mich ausgehen können. Okay, dann war es das eigentlich auch von mir. Es kommen jetzt wieder öfters Rouge Replays, sofern ihr Replays habt. Ich habe jetzt nämlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich werde vielleicht auch ein neues Nebenprojekt starten. Also ich habe jetzt schon Rome für die komplette nächste Woche vorproduziert. Das bedeutet, ich kann auch noch irgendwas anderes machen, je nachdem. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sehen wollt. Okay, das nächste Replay, das ich kommentieren werde, das weiß ich noch gar nicht, wann es kommt. Es wird auf jeden Fall ein bisschen länger gehen. Das war auch ein 2 vs 2 vs 2. Die sind ja immer ziemlich interessant und ja, war zwar auch 45, aber hat doch ein paar interessante Taktiken gezeigt. Und ja, dann war es das von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.